Habt. Heute ist es endlich soweit. Meine Kitty's Christmas Serie beginnt und ich habe schon so lange darauf hingearbeitet, mir ein paar Themen zusammenzusuchen und es so schön wie es geht nur für euch zu gestalten. Und heute am ersten Adventssonntag beginnt diese Serie. Dieses Jahr habe ich es ein bisschen anders vor, denn ich habe ja die letzten zwei Jahre schon erfolgreich meine Weihnachtsserien absolviert und auch schöne Verlosungen für euch gehabt und es hat euch wirklich auch gut gefallen. Doch dieses Jahr habe ich es etwas anders geplant, denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, lade ich ja jetzt jeden Samstag ein Video hoch. Und dann dachte ich mir, okay, dann lade ich jetzt jeden Adventssonntag einfach ein Video hoch bis Heiligabend. Und beginnen tun wir heute nicht ganz alleine. Wie ihr sehen könnt, sitzt jemand neben mir, wo man leider nicht das Gesicht sehen kann. Aber ihr wisst es, mein Freund möchte sehr, sehr ungerne vor die Kamera treten. So ist es für ihn okay und er dachte aber, okay, komm, ich mache mit dir dieses Video. Möchtest du wenigstens Hallo sagen? Guten Tag. Wir beide haben heute uns überlegt, ein DIY-Video zu machen. Diese nächsten Adventssonntage sind auch gestaltet aus dem Bereich Beauty, Fashion und Food. Also seid gespannt und bleibt auf jeden Fall dran. Und ihr könnt auch wieder was Wunderschönes gewinnen, aber zur Verlosung erzähle ich am Ende des Videos erstmal was. DIY heißt Do It Yourself, ja, nochmal für dich übersetzt. Mhm. Und wir machen heute ein Do-It-Yourself-Hexenhaus, die Challenge. Die gibt es ja schon das ein oder andere Mal hier auf YouTube und sie ist auch von den letzten Jahren stark vertreten. Nur nicht von mir, von uns. Und deswegen machen wir das dieses Jahr. Ich habe nämlich hier zwei Packungen gekauft. Für dich ein Haus, für mich ein Haus. Ihr entscheidet am Ende, welches Hexenhaus euch am besten gefällt. Wer weiß, wir werden gucken. Ihr solltet es auf jeden Fall entscheiden und wir fangen jetzt erstmal an und ich wünsche euch oder wir wünschen euch viel Spaß. Ihr werdet jetzt mein Gesicht auch nicht so wirklich sehen, damit das überhaupt alles hier so schön übersichtlich sein wird, weil hier geht es ja jetzt rein um unsere wunderschönen Häuschen und wir packen das jetzt einfach mal aus. Das Eiweiß mit 30 ml Wasser zu einem steifen Schnee. Hallo, zu einem steifen Schnee rühren. Und nach so lange Puderzucker unter die Masse gießen, bis es eine feste Konsistenz wird. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Ich nehme jetzt erstmal meine Schüssel. Machst du das jetzt für mich mit? Glaubst du wohl, dass ich das für dich mitmache? Ich habe hier schön für jeden zwei Schüsseln, zwei Eier. So, bitteschön. Du kannst dir jetzt selber machen. Was muss ich denn machen? Habe ich gerade vorgelesen. Ach, ich höre zu. Ja, du sagst zu mir, ich soll lesen. Selber hörst du mir nicht zu. Ne? Erwischt. Das ist die richtige, ey. So. Ich gucke einfach mal, was los ist. Also ich bin ja echt schlecht im Eier aufschlagen. Ne? Also von daher ist es gut, dass ich genug Eier zu Hause habe. Wir brauchen das Eiweiß, ne? Keine Ahnung. Also jetzt brauche ich 30 ml Wasser. Ich habe jetzt einfach Pi mal Daumen hier so fast 200 reingeschüttet, ne? Nur, dass du mal Bescheid weißt. Du willst jetzt wissen, wie viel 30 sind? So, das sind schon 30. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das kann ja auch gehen. Und jetzt schütte ich hier was rein. Und jetzt muss man das rühren, bis das eine feste Konsistenz bekommt. Ich nehme erstmal den Schnürbesen. Wie viel denn? So viel, bis es eine harte Konsistenz bekommt. Ach du Scheiße. Weißt du was? Ich schütte das jetzt mal hier einmal um. Boah. Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Du willst einen Rührbesen haben? Schneebesen? Ja. Welches
du einen Schneebesen haben? Ja, ich möchte mal das haben. Also wir lassen das jetzt einfach so. Wir kriegen das irgendwie nicht fest dahin. Ich denke mal, das kann man, glaube ich, so lassen. Ne? Und jetzt brauchen wir laut Angaben einen Gefrierbeutel. Da gebe ich dir auch netterweise mal ein. So, und jetzt soll man das wohl da reinschütten und dann soll das wie so ein, wie nennt man das, wie so ein Spritzbeutel oder so soll das jetzt werden. Das sieht echt verdammt eklig aus. Oh yeah. Ist das eklig. Man könnte jetzt auch zweideutig denken, ja? Nein. Nein, nur nicht. Alter, der hört gar nicht auf die Schnauze. Irgendwie baue ich das falsch. Jo, komm. Ah, das hört gar nicht auf. Das ist ja eklig. Guck mal, mir kommt alles hier oben raus. Boah, ist das eklig. Boah, schon voll auf dem Boden. Boah, ist das ekelhaft. Das hält überhaupt gar nicht. Das hat zu halten. Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Wie geht denn das? Wie machst du das? Warum geht denn das bei mir nicht? Schatz, was machst du da? Ich habe voll die klebrigen Hände. Geht, glaube ich, überhaupt gar nicht. Ja, hallo, pass mal mit deinem Zinken, du. Zerstör mal nicht meine Kunst. Kann ich da so ein bisschen von dir mal haben? Nein. Bleib mal schön bei deinem. Irgendwie ist das voll ekelhaft. Ja, jetzt kommt der Mund auch raus. Was machst du da eigentlich? Warum sieht... Oh Mann! Wie, was mache ich denn? Das sieht zumindest einigermaßen aus wie eine... Guck mal, wie das bei mir aussieht. Bei dir sieht das aus wie eine... Scheiße. Ja, könnt ihr euch ja selber ein Urteil nehmen. Oh nee. Ich hoffe nur, dass das... Ich kriege es überhaupt nicht geschissen. Vor allem klebe ich als die falschen Seiten. So. Oh. Das geht alles hier. Ja. Guck mal. Oh, meins hält nicht. Scheiße. Manu. Ich krieg die Krise. Ich krieg überhaupt nichts zu schreiben. Scheiße. Ich kriege überhaupt nichts zustande. So, und jetzt schneide ich das auf, ne? Die Smarties hier. So. So, jetzt geht's los. Was mache ich denn jetzt? Setze ich mal hier so ein paar Gummibärchen vorne dran. Vor meiner Haustür. Das Hänsel, Gretel und die böse Hexe. Kann man die essen? Klar kann man die essen. Das ganze Haus kann man essen, aber ich glaube, meins würde ich nicht mehr essen wollen. Kriege ich noch mal ein paar Orangen von dir? Ja, hallo, du hast doch da. Ich komme aber an die Orangen nicht dran. Bleib mal von meiner Seite hier bitte weg. Das ist, ich kenne deine Art. Und dann aus Versehen stups. So machst du das immer. Ich würde das niemals machen. Mhm. Kleinkitty kann gar nicht verlieren. Ich werde auch gewinnen hier, was denkst du denn? Guck mal deine Bruchbude an. Das ist keine Bruchbude. Du musst sie ja festhalten, damit sie nicht auseinanderbricht. Ja, und? Die klebt halt noch nicht gut. Wird aber gleich gut kleben. Dann werde ich hier das Burner-Haus haben. Da ist hier. Ey, ich will. Bist du meine Mumie? Nein. Also absolut geht das gar nicht.
Leute vom Rand schmeißen, wird es besser. Ihr seht ja gar nichts, ne, was ich hier tue. Ich drehe mal. So sieht gerade mein Werk aus. Was denn? Die rutschen überhaupt nicht. Die halten voll gut. Guck hier, ich hab's voll drauf. Zack. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Also so beschissen ist meins auch nicht. Es ist außer, dass das scheiß Gummibärchen immer wieder... Bäh. Ja, meine bleiben wenigstens dran, weißt du? Scheiß klar, wenn ihr sehen könntet, was hier für Schlittschuh fahren, ey. Ja, das ist ja auch die Rodelbahn des Hauses. Ach so. Ja, ist doch ganz klar. Also, hier ist die Leiter. Deswegen sind die alle hier. Ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt, aber eins steht auf jeden Fall fest. Die Gummibärchen werden hier nicht mehr halten. Die halten Leute. Alle wunderbar hier. Also ihr müsst mal entscheiden, welches Haus euch am besten gefällt. Ob meins oder Markus seins. Also eins steht auf jeden Fall fest, entweder Haus Markus oder Haus Kathi. Ja, das müsst ihr jetzt entscheiden, nicht wir. Ja, das ist eine Bruchbude. Hallo, hör auf, geh bloß von meinem Häuschen weg. Meine scheiß Gummibärchen. Guck mal, das steht ja hier nicht mal. Halt den Rand. Ihr müsst auch die Bauart betrachten, das ist ja sehr wichtig. Nicht so, das ist ja nicht mal, was ist das denn hier? Mal hier. Hallo! Da lässt ja selbst das Gummibärchen koppeln. Das ist sehr, sehr schön, was ich gemacht habe, ja? Und es ist mir jetzt egal, wo die hängen jetzt halt überall. Oh. Dann sehen wir mal Marco sein Prachtstück an. Ich komme einmal rum. Ja, da fallen schon wieder die ersten. Nein, die rutschen. Ja, ja. Hundertprozentig, absolut geniale Bauart. Top. So, was haben wir denn hier oben? So? Ja, guckt's euch an, wie sie halten. In der Reihe und Glied. Was sind das hier für Männchen hier vorne? Was hast du dir dabei gedacht? Ja, das sind die Aufpasser. Ach so, und der eine hat so ein komisches Teil da auf dem Kopf, ne? Ja, ja, das ist Absicht. Ach so, okay, alles klar. So, okay, sehr schön. Man siehe den Saustall nebenan. Na, also so sieht meins aus. Ja, wie man sehen kann, hatte ich eigentlich vorgehabt, so eine wunderschöne Reihe, Dreierreihe zu setzen, nur leider stürzen sie ab. Hier vorne sitzt Hänsel und Gretel und die böse Hexe mit einem wunderschönen Zaun direkt vor der Haustür. Ja, und ja, hier sind auch alle abgestürzt, wie man vielleicht sehen kann. Ja, hier oben eine wunderschöne Dachdekoration. Und wenn man nochmal genau hier hinten gucken möchte... Ja, guck mal, bei mir hinten sitzen noch zwei Hexen. Ja, wo denn da? Ja, da sitzen noch zwei. Die hast du gerade heimlich dahin gesetzt, ne? Das stimmt gar nicht, die saßen schon. Guck mal hier dein Loch an hier, guck mal hier, wie schlecht verarbeitet hier. Oh, ganz schlecht, ganz, ja, ganz schlecht. Mal. Meins sieht viel besser aus, hier hinten, zack. So, wie man sieht, den Saustall nebenan. Hupala. Ja, ihr müsst entscheiden, welches Haus ihr am schönsten findet. Und schreibt es uns bitte in die Kommentare rein. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Hier seht ihr beide Exemplare nochmal. Mein Freund ist jetzt schon aus dem Video rausgegangen. Der hat sich hier erstmal verstrieselt, ja, aus dem Geschehen. Aber zum Aufräumen hole ich mir den sofort wieder. Jetzt möchte ich euch natürlich die wunderschöne Verlosung präsentieren. Denn es gibt etwas zu gewinnen. Für einen von euch da draußen. Ich werde in den nächsten Adventssonntagsvideos auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen euch präsentieren, die dann zu einem großen Paket zusammenkommen. Am Ende, nämlich am 24.12., werde ich nämlich nochmal ein Video hochladen, wo ihr das Gesamtpaket nochmal sehen könnt und wo dann es auch darum geht, mitzumachen. Denn ihr müsst jetzt gut aufpassen. Ihr müsst heute schon in diesem Video zwei Worte sammeln und in den nächsten Adventsvideos auf jeden Fall auch. Ich verstecke in den nächsten drei Videos jeweils zwei Worte, so ein bisschen vermischt, und aus diesen Worten bildet sich dann ein Satz. Und diesen Satz braucht ihr dann für den 24.12., um dann bei meiner großen Verlosung teilnehmen zu können. Denn das hat schon die letzten zwei Jahre immer super geklappt und ich habe mich total gefreut über die zahlreichen Kommentare, die eingegangen sind.
Und deswegen dachte ich mir, mache ich das dieses Jahr auch nochmal. Aber es wird natürlich nicht der gleiche Satz sein. Also von daher müsst ihr euch schon anstrengen und gut aufpassen und die Worte zusammensammeln. Und ich zeige euch jetzt schon mal einen Teil, den ihr dann hier gewinnen könnt. Und zwar habe ich mir überlegt, verlose ich meinen Lieblingstee von Suvi. Das ist die frische Energie. Der ist glutenfrei, er ist vegan und er ist laktosefrei und ich liebe diesen Tee einfach. Ich trinke den wirklich jeden Tag und er gibt mir wirklich so einen frischen Kick und es schmeckt einfach verdammt gut und deswegen kommt er mit in das Paket hinein. Dann habe ich auch was sehr, sehr, sehr Schönes für euch mir ausgesucht, was ich auch häufig benutze. Und zwar ist das dieses Creme-Dusch-Gel von Kneipp. Kneipp ist wirklich eine total tolle Firma und ich liebe einfach deren Produkte. Und das ist die hauchzarte Verwöhnung mit Mandelmilch und Mandelöl. Und es riecht einfach so verdammt gut und ich bade und dusche so gerne damit, dass ich mir gedacht habe, dass ich euch das auch mit verlosen werde. Und last but not least gibt es noch etwas zum Verwöhnen. Und zwar dieses Kristallbadesalz. Ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Es ist ein Badesalz, was ihr dann, wenn ihr eine wunderschöne, angenehme Badezeit euch nehmen wollt, einstreuen könnt. Da steht drauf, alles wird gut und es ist auch von Kneipp und es ist so eine süße Idee, das einfach zu verschenken und von daher dachte ich mir, packe ich das mit rein. Es sind die Extrakte Vanille, Macadamia und Honig drin und es ist einfach sehr schön und ich liebe es und von daher gehören irgendwann am Ende einem von euch diese drei Sachen und noch ein paar weitere Sachen, die euch dann in den nächsten Videos erwarten werden. Die Teilnahmebedingungen setze ich euch natürlich gerne nochmal unten in die Infobox rein. Da müsst ihr auf jeden Fall nochmal nachschauen, alles nachlesen, was ihr machen müsst, bis wann ihr was machen müsst und wie alt ihr sein solltet. Denn wenn ihr noch keine 18 Jahre alt sein solltet, dann brauche ich natürlich die Einverständniserklärung eurer Eltern und so weiter und so fort. Und jetzt freue ich mich auf die wunderschöne Weihnachtszeit hier mit euch und genießt sie, ich werde sie auf jeden Fall genießen und schaut doch hier gerne nochmal vorbei. Das sind auch nochmal zwei wunderschöne Videos. Zum einen meinen DM-Haul und noch ein anderes schönes Video. Und ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, war es das für heute. Und ich freue mich auf eure Bewertungen und auf eure zahlreichen Kommentare, die bezüglich dieser wunderschönen Challenge eingehen. Dann würde ich jetzt sagen, sende ich euch einen dicken, dicken, dicken Kuss. Bis nächste Woche Sonntag zum zweiten Adventsvideo. Macht's gut, bye bye!